Hallo Leute, herzlich willkommen bei Gregus Outdoor. Ich habe etwas Kleines, aber für mich sehr Geniales gekauft in einem Army Shop. Ich habe das gesehen und zuerst dachte ich, aber ich habe herausgefunden, es ist für mich fast ein perfekter Gegenstand oder das perfekte Gimmick, und zwar für den Trangia. Ich habe gar nicht gewusst, dass es sowas gibt. Dann habe ich ein wenig das Internet durchforstet und habe herausgefunden, doch, das gibt es schon einige Jahre. Es ist ja immer so, den Topf sollte man irgendwie einen Ständer, und darum habe ich dieses kleine Teil gefunden. Und zwar ist das diese kleine Tasche, unscheinbar, trägt nichts auf, kleines Packmaß, aber darin verbirgt sich nämlich natürlich das Gimmick. Das wäre dieses unscheinbar kleine Teil. Ihr seht, es ist ein kleiner Kocher, und zwar ist das der Cookstand oder Ständer von der Firma Miltech. Das finde ich wirklich eine geniale Sache. Und zwar, weil zum einen braucht er nicht viel Platz, und zweitens, er ist für den Trangia geeignet, und das zeige ich euch jetzt mal. Wir sehen hier diese schönen Schlitze, hier vorne einen kleinen Haken und natürlich das Gegenstück. So hält er nicht gut, aber nimmt man den Trangia und geht genau in diese Nut des Trangias hier schön durch die Schlitze, kann er hier vorne eingehängt werden, und siehe da, der Ständer oder der Trangia-Ständer ist fertig. Ihr seht jetzt, er hat kleiner Windfang, Windschutz. Becher hat gerade so Platz, aber es funktioniert. Und da ja das Ganze ein wenig knapp ist, auch zum Beispiel der Kaffeekocher, der hat hier nicht so gut Stand, habe ich mir auch in dieser Tasche einen kleinen PC-Lüfter, also von einem Lüfter, von einem PC, das Gitter, da waren noch so kleine Haken zum Anschrauben, genommen, und der kann nämlich jetzt hier darauf gestellt werden, und der Becher hat genau Platz. Auch der Kaffeekocher könnte man jetzt hier schön darauf stellen. In der kleinen Tasche fand man noch diese Scheibe. Ihr seht, hier sind so zwei Verkerbungen, also auf dieser Seite sind sie eingestanzt, stehen hier ein wenig rauf. Das Gute an dem ist, diese Scheibe hat genau den gleichen Durchmesser wie eben vom Trangia dieser Rand. Das heißt natürlich, wir können diese Scheibe anstelle des Trangias einbauen. Das Ganze sieht jetzt so aus, und natürlich, die meisten können es sich jetzt schon denken, das Ganze kann auch betrieben werden mit den S-Beat Tabletten. Die haben jetzt nämlich hier schön Platz, und der Kocher könnte auch mit diesen S-Beat Tabletten verwendet werden. Ich bin nicht so Freund von diesen, habe ich schon mal in einem Video gesagt. Ich habe da den Ruß auf der Unterseite des Kochgeschirrs nicht so gerne. Ich bin eher der Freund des Trangias. Aber in Not wäre das eine gute Idee. Als ich mir dann den Ständer da mal so ein wenig angeschaut habe,
mir was Cooles aufgefallen. Und zwar, wenn man jetzt zum Beispiel beim Drangia oder auch beim Notkocher 71, wenn da ein Topständer drauf ist, könnte man doch eigentlich dieser auch noch gebrauchen als Blindfang. Ich finde, ist doch eigentlich noch ein Gimmick mehr, sollte es doch wert sein, warum eigentlich nicht? Ja gut, wenn es euch gefallen hat, das Video, könnt ihr mir ja sonst einen Kommentar schreiben oder den Abo-Button drücken. Das wäre eigentlich schon alles gewesen. Wie gesagt, ist vielleicht nicht jedem das seine, oder das Teil ist vielleicht nicht genau für jeden, aber jetzt für meinen Fall, ich finde das eine coole kleine Sache. Kostet nicht viel, übrigens 10 Schweizer Franken oder ja 9,95. Was will man noch mehr, wenn man es mal nicht mehr benötigt, dann ist es auch nicht viel Geld, das man einfach irgendwo in seinem Schrank hat. Hier übrigens noch eine kleine Schlaufe, aber bei diesen Taschen ist meistens die Qualität ja so solala. Und 10 Franken in den Wald werfen, wenn man es verliert, finde ich auch schade. Okay, das wäre eigentlich das Ganze gewesen. Und wie ihr seht, es hat sogar in meinem GSI-Topf Platz, sogar noch den Drangia, also alles in kleinem Format. Ist doch perfekt für eine kleine Wanderung oder so. Okay, dann wäre das schon fast alles gewesen. Ich möchte nur noch schnell etwas anderes loswerden. Und zwar, wenn ihr auch diese Kerzenlaternen habt von der Firma Uco, ich hätte euch im nächsten Video einen kleinen Tipp. Ich habe mir da ein wenig Gedanken über diese Laterne gemacht. Also, wenn ihr interessiert seid, Abo-Button drücken, dann nächstes Video schauen über diese kleine Kerze. Gut, ich wünsche euch einen schönen Tag. Tschüss zusammen.